Letzte Runde in der Damenfußball-Landesliga West und die Mannschaft vom SV Altrans trifft auf SUMS Automobile Robben. Die Altranser Mannschaft in den gelb-schwarzen Dressen mit ihrem Trainer Branko Stojanovic erwischt den besseren Start und geht in der 16. Minute durch ein Eigentor von Vera Lechleitner in Führung. Barbara Planötscher erhöht in der 33. Minute auf 2:0, ehe Julia Schrettl in der 45. Minute auf 3:0 erhöht. Am Ende gewinnt Altrans mit 6:0 gegen die von Günter Lechleitner betreute Robbener Damenmannschaft. Altrans belegt in der Tabelle den 5. Rang, Robben liegt auf Platz 8.